Oh. Wand of Digging. Abwärts. So. Ging jetzt dann doch nicht anders. Hauen die mir hier die Lebenspunkte weg. Ist ja zum Kotzen. Zum Kotzen, sage ich. Humbug, sage ich. Humbug. Und ich kann meinen Regenerationsring ja nicht anlegen, weil er verflucht ist. Na gut, dann komme ich halt später wieder hoch. Aber erstmal sorge ich jetzt endlich für meine Bewässerung. Ne, erstmal kommt das Geld wieder. Da hinein. So. Der Altar. Erstmal lassen wir alles fallen, wovon wir nicht wissen, was damit los ist. Ancient Armor ist gesegnet. Der Ring eher nicht. So, guck mal. Cursed Wand of Speed Monster, Cursed Wand of Speed Monster, Cursed Wand of Slow Monster. Ja, das ist mir doch, das ist doch alles egal. Die brauche ich ja gar nicht. Die kann ich eigentlich hier lassen. Okay. Dann lassen wir sie auch hier. Wands auf klein H. Die Teleportationsgedönse hier ist leer. Speed Monster brauche ich nicht. Cursed Speed Monster erst recht nicht. Cursed Tin Wand, ja, die ist leer, das war Cancellation. Ich sollte sie vielleicht auch wieder erstmal so benennen, oder? Oder war es wirklich Cancellation? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, es war Cancellation. So, Wand of Digging ist leer. Genau. Speed Monster, Slow Monster. Naja, behalten wir die erstmal noch. So. Jetzt. Raus mit dem Wasser. Runter mit dem Wasser. Und schon bin ich nicht mehr überladen. Und segne das Wasser. Yeah. Oh, meine Rüstung wurde entflucht. Oh, und meine Waffe wurde repariert. Und gesegnet. Finde ich gut. Danke, lieber Set. Hast du gut gemacht. Und jetzt habe ich 6 gesegnete, wässrige Lösungen. Smite-Kill. Schon geht's viel schneller. Schon brauche ich nicht mehr so viele 1000 Schläge. Huch, ein Krokodil. Crocodile Dundee. Mahatma Gandhi. So, der Regenerationsring, ne? Ich glaube, das, der wird jetzt erstmal wieder gesegnet. Dip, klein T in groß S. Na, na, na. You hear someone counting money. Hier ist eine Vault. Ah, ist ja schön. Cool. Hat sie auch einen Teleporter oder muss ich sie dann wieder, muss ich sie so finden? Madam, ne, alles klar. Hallo, Centaur. Meine Axt ist wieder stark und gut und, naja, eigentlich nicht. Sie ist immer noch schwach, aber sie ist nicht mehr so schwach wie vorher. Ah, natürlich, mein Einhornhorn. Dip K in groß S. So, das ist nämlich ultra wichtig. Dann heilt es mich nämlich öfter. So, das waren schon 2 sehr wichtige Sachen, die gesegnet werden sollten. Eine Bag of Holding, wenn ich sie später habe, sollte auch gesegnet sein. Ach, ein Raben. Ein Rabendrescher. Zack. Und schon war das für den Arsch. So, ja, bewirf ich doch mit Messern, du Idiot. Das macht bestimmt sehr viel aus. Okay. Hier ist nix. Ja, die Vault kann eigentlich nur da oben rechts sein, aber ich suche trotzdem noch nach einem Teleporter dazu. Aber es scheint keinen zu geben. Nee, es scheint echt keinen zu geben. Ja, dann graben wir uns doch einfach mal so durch, ne? Oh, ein Xan. Hat er meinen... Nee, er hat mich... Doch, hat er. Er hat meinen Fuß erwischt. Das ist ein bisschen gefährlich, weil die könnten mich dann... Da können sie mein Bein verletzen, dann bin ich burdened und dann bin ich wieder langsamer. Und wenn da irgendwie andere Monster im Weg sind, dann wird's hässlich. So, Wand of Digging. Nothing happens. Habe ich noch eine andere? Jetzt gehen mir die Wands of Digging aus, ist ja unglaublich. Hätte ich die im Quest mal mitgenommen, ne? Vielleicht die hier. Zap. Ja, die ist noch voll. Voll, voll. Ah, das ist nicht die Vault. Aber auch nicht schlecht. Zap. Alter, wo ist die denn?
Ja, nee, so werde ich die nicht finden. Magic Mapping bräuchte ich. Bevor ich jetzt meine ganze World of Digging hier leer schieße. Die brauche ich ja noch. Die sind ja nicht ganz unwichtig. Apropos. Ah. Blöde, blöde Nymphe. Was? Ja, okay, ich höre nur wieder diese blöde Vault-Wache. Verdammt. Ich würde sie echt gerne finden, aber das ist mir wohl nicht vergönnt. Noch nicht. Noch nicht. Aber ich komme schon noch drauf. Hey, ich bin nicht mehr burdened. Da ist ein Waschbecken. Und das ist eine Nurse. Schon wieder. Cool. Das ist Medusas Level. Das erkennt man. So, Levitationsring, wo ist er? Hier, auf Q. Groß Q. Nü. Da schweben wir über den See. Und jetzt schweben wir nicht mehr. Hinab, hinab in die unteren Dungeon-Etagen. So, hier ist dieser bekackte Mindflayer. Wo ist er? Da ganz rechts. Oh, diese alte Nervensäge. So, du kleiner Idiot, jetzt. Ja, was mache ich denn jetzt? Warte ich, bis er hierher kommt? Kommt er überhaupt hierher? Ja, das sieht gut aus. Der ist irgendwie so ein bisschen auf dem Weg, ne? Ne, ist er gar nicht. Der gammelt da hinten rum. Der hat aber auch einen ganz schönen Weg zurückzulegen. Kommt der? Hey, er kommt tatsächlich. Warten wir mal ein bisschen. Tatsächlich, er schält sich da durch. Okay. Das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. Der ist auf dem Weg zu mir. Ja, er hat auch nicht mehr so viel Weg zurückzulegen. Das ist ja schön. Gut. Wand of Fire, bitte. Wo ist die denn? Ich will mich jetzt nicht auch noch blenden. So. El Breath. Flames fly from the wand. El Breath. Viel Spaß, Kumpel. Ich warte auf dich. Wieso geht er wieder? Nein, da kommst du nicht durch. Hier musst du her. Hierher. Genau, da unten lang. Ja. Richtig. Falsch. Na, da kommt eben erstmal dieser Tiger. Oder auch nicht. Seid ihr alle schlecht oder was? Hallo. Mindflayer, du weißt genau, wo ich bin. Erzähl mir doch nichts. Ist der dumm? Komm hierher. Hierher. Ich bewege mich von diesem Feld hier nicht runter. Das kannst du voll vergessen. Das kannst du knicken. Ich liefere mich nicht deinen Tentakeln aus. Alter. Na, der Barrow White da, der hat's geschnallt. Der kommt her. Der kommt nicht her. Der kommt auch da unten rein. Ey, sag mal. Boah, seid ihr alle schlecht, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Ja, toll. Ganz super. The Barrow White casts a spell. Das ist ja schön. Ah, es ist dieser Mindflayer wenigstens auch mal in der Ecke hier. Ihr Witzfiguren. Na, kommst du? Kommst du? Ja, nein, falsche Richtung. Ah, komm schon. Alter. Das gibt's doch nicht. Das ist so einfach. Du musst nichts weiter tun, als da oben, genau, wo der Tiger jetzt ist, nach links zu. Erstmal was essen. Es ist zum Auswachsen. Die sind echt strohblöd. So. Graben wir erstmal die Wand hier auf. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen nachhelfen. So. Z, D, Wutsch. Und schon sind sie da. Jetzt kommen sie hier nämlich durch. So, erstmal der Tiger, dann der Affe und die fliehen wieder. Und da kommt der Mindflayer. Jetzt ist es wichtig zu sehen, was er macht. Er flieht. Smite, jetzt ist es wichtig, ihn zu sehen. Da ist er. Da ist er. Bumm! Da hat er mir einen mentalen Schlag versetzt. Komm her. Smite. Bumm! Und wieder. Na? Smite. Oh, der kommt nicht weg. Smite. Smite. Bumm. Smite. Arschloch.
Aber ihr seht, er sagt mir nicht mehr das Hirn aus. Bumm. Haut mir schon wieder. Zack. Yeah, tot ist er. Yes. Das alte Arschloch, die Nervensäge. Endlich ist er des Todes. Alter, wieso geht die Aufnahme schon wieder fast eine Dreiviertelstunde? Das hat doch jetzt echt nicht so lange gedauert. So, Fortune Cookie. A visit to the zoo is very educational. You meet interesting animals. In der Tat, in der Tat. So, ich behalte das Ding gleich mal an. Nicht, dass hier noch einer reinspawnt. Oh, eine Scroll. Number 9. Whatever das jetzt wieder ist. Packen wir es erstmal in den Sack. Das war jetzt schmal. So, das Geld, meine Schriftrollen, meine Potions of Holy Water, die kommen da auch noch rein, ja. So. Ich muss jetzt ein bisschen, ach so, der Felsen war ihm im Weg, deswegen kam der da nicht durch. Das erklärt natürlich einiges. Yeti. Zack, zack, zack. Okay. Ich habe noch kein Instrument, ne? Das heißt, es wird schwierig, die Brücke am Schloss zu öffnen. Naja, aber das sollte schon gehen. Irgendwie geht's immer. You feel like you've been here before. Ja, ich war hier ja auch schon mal. So, es ist nichts weiter außer der Titan da, der ist scheiße. Ansonsten ist aber eigentlich nichts allzu Schlimmes hier reingespawnt. Ciao, Barrowhite. So, und ich sehe wieder. Puh. Gut, dann wird jetzt erstmal hier das Labyrinth neu erforscht. Denn ich weiß ja, was es damit auf sich hat. So, also Teile des Schlosses habe ich ja auch schon hinter mir. Ich habe ja da hinten schon diese ganzen tollen Waffenkammern gesehen. Aber die Karte wurde mir wieder komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Ist ja scheiße. Und da ist die Brücke. Direkt vor mir. Vor meinen Augen. So, aber erst graviere ich hier mit meiner Wand of Fire. Elbereth. So, wichtig. Jetzt. Tja. Ich habe natürlich die Bell of Opening, aber damit geht das Ding nur einmal auf und dann auch nie wieder zu. Ja, aber es ist die einzige Möglichkeit. Anders komme ich da ja nicht mehr. Komme ich da ja nicht mehr ran. Ja, toll. Ganz toll. Ganz klasse. Ja, dann machen wir das doch einfach. Dann ist es doch egal. Dann müssen wir die erstmal segnen. Mit einer Potion of Holy Water. Wir dippen nämlich die Silver Bell. Wo ist sie? Da. O in Groß S. Und jetzt läuten wir sie. Klingeling. You see a drawbridge coming down. Things open around you. So. Reflexion, Leute. Ihr könnt mir gar nichts. Gar nichts. Ich stehe auf Elbereth auch noch. Das ist sehr gut. Ja, Sleeping ist mir jetzt auch egal. Da kommt die ganze Armada herausgeschwallt. Und irgendwer spricht Zauber. Einer der beiden Lichts. Oder auch der Titan, der weiter hinten noch sich rumtreibt. Gut. Ah, jetzt wird's spaßig. Jetzt wird's sehr lustig, da ist auch schon wieder so ein blöder Rock-Troll. Zum Glück stehe ich auf einem Elbereth-Feld. Zum Glück. So. Ja, dann. Ach, Quatsch. Oh, toll. Oh, das nervt mich jetzt so tierisch. Das ist ein Disenchanter. Der muss weg. Sup. Tschüss. Ah, wieso ist da... Was ist denn da Unsichtbares, bitte? Ja, natürlich. Oh, Leute, das gibt's doch alles gar nicht. Okay, nochmal. Elbereth. So, haut ab. Ihr Arschgeigen, echt. Eine falsche Bewegung. Fuck, ey, das wird jetzt aber langsam... Da beschwört ihr mal die ganze Zeit Monster, oh Gott!
Das ist der Titan da hinten, ne? Der macht das die ganze Zeit. Das ist jetzt aber schlecht. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Das ist gar nicht gut. Das ist alles andere als toll. Kann ich mich irgendwie polymorphen? Nee, nicht. Nee, es geht natürlich nicht. Ich kann auch nicht graben. Das Castle verbietet mir das. Die gesegnete Bell of Opening. Das bringt mir jetzt alles gar nichts. Teleportation. Ich könnte mich natürlich selber wegteleportieren, aber ohne Teleport Control lande ich sonst wo. Und wenn es dann losgeht, wenn mir dann wieder irgendwelche Monster herbeschworen werden, das ist echt zum Kotzen. Muss ich schon sagen. Muss ich jetzt ganz neutral mal sagen. Ja, es ist zumindest ein Elbereff-Feld. Was liegt denn hier alles? Ja. Ein Boulder liegt hier. Oh. Das heißt, ich stehe gar nicht auf Elbereff oder was? Ja, Leute, es kann sein, dass die Partie jetzt gleich vorbei ist. Das wäre ziemlich scheiße. So. Turns to flee. Boah, aber sie greifen trotzdem noch an. Ja, klar, die Elfen. Die respektieren Elbereff nicht. Alter. Dann muss der Regenerationsring jetzt her. So, dass wir erstmal das wieder haben. So, aber der Elfenkönig und dieser Quartel, die sind gefährlich. Hits, Hits, oh oh. Ja, scheiße. Ach, nö. Ja, was soll man dazu noch groß sagen? Das war echt, das war jetzt echt dumm. Ah, ich hasse Titanen. Ich mag sie einfach nicht. Ach. Was war denn alles drin? Genau. Scare Monster, Amnesia, Light, Ancient Weapon, Taming. Oh, ja, das wäre gut zu wissen gewesen. Ne? Das wäre nicht schlecht. Dann hätte ich mir die ganzen Monster hier um mich rum auch mal zähmen können. Dann hätte ich mehr Haustiere gehabt, die mir dann im Kampf gegen den Rest dieser ganzen Scheiße geholfen hätten. Alter Schwede. War da echt noch so ein blöder Titan, der noch beschworen hat, das war... Ich hab's schon gesagt, der wird gefährlich. Okay. Was war noch so drin? Stinking Cloud? Ach, die Giftgas-Sache. Ja, genau. Magical Breathing? Hm. Aber kein Amulet of Life Saving, weit und breit. Das hätte mich jetzt gerettet, ja. ich hatte ein... Ach, cool. Ich hatte ein verwundetes Bein, ja. Das wird sogar auch noch mitgezählt. Unglaublich, ey. Drei Monster waren das nur, die mich noch angegriffen haben und die haben mich erledigt. Scheißdreck. You are dead. Sag bloß. So, Taut Amon habe ich getötet, einen Purple Worm, zwei schwarze Drachen. Blablabla. Mhm. 11 Geister. 40 Rock Trolls, ja, das war der Quest. Das war alles der Quest. 37 Trolle. Oh, das waren echt viele. Muss ich schon sagen. Wo kommen denn die Oger? Wenn die Oger kommen, dann werden die Zahlen wahrscheinlich sogar dreistellig. Nee, da noch nicht. Da auch noch nicht. 62 Killerbienen, das ist auch ganz stattlich. Hm? Habe ich die Oger übersehen? Na egal. Conduct. Keine Genocides, keine Objektpolymorphs, keine Wünsche. Ja, das ist... Ich hätte gerne einen Wunsch benutzt. Naja, aber immerhin, das waren gescheit viele Punkte. Das waren gescheit viele Punkte, Junge, Junge. 424.000. Das dürfte jetzt Platz 2 sein. Nee, Platz 5. Ah, okay. Ja, auch nicht schlecht. So weit kam keine Let's Play-Partie zuvor, aber ich bin nicht sicher, ob die nächste auch nochmal so weit kommt. Mann, das war jetzt eigentlich voll verschwendet. Ich hätte noch nicht zum Schloss gehen sollen. Das war keine gute Idee. Ich hätte, glaube ich, erstmal da oben das Pudding-Farming betreiben sollen, weil da hätte ich dann die ganzen Viechlis opfern können. Und dann wäre, der Stormbringer bei rausgekommen. Das hätte mir einiges geholfen, weil Regeneration durch Gegner auslutschen ist nie schlecht. Ich hätte nicht drauf bauen sollen, dass ich diese Wand of Wishing kriege. Das ist eigentlich, wenn dann Titan rumguckt, das ist nicht machbar. Eigentlich geht das nicht. Na gut. Das war also der Barbar. Schade, schade, schade. Ach, naja, irgendwann musste er seinen Tod finden. Es wäre auch zu schön gewesen. Na gut.
das war also Let's Play Nummer 17. Als nächstes kommt 18. Was ist das dann eigentlich nochmal? Das dürfte der Samurai dann sein, ne? Ich guck mal eben. Moment. Es ist... Schieb. Nee, Samurai war ja schon richtig. Oh nee, der Höhlenmensch. Das ist eine Scheißklasse. Ja, die wird wahrscheinlich dann nicht sehr weit kommen. Aber mit dem Wizard hätte ich wieder ein paar Chancen. Die leben in der Regel relativ lang. Naja, in der Regel. Ach, schade. Gut, das war Let's Play Nummer 17. Ein trauriges, tragisches Ende. Bis zum nächsten Mal. Adios und Ade und Tschüss.